damit herzlich willkommen hier bei mir einer weiteren Folge Satisfactory. Wir sind weiter dabei, Stahl auszubauen. Wir sind beim letzten Mal noch bei den letzten Fabrikatoren stehen geblieben. Wir haben jetzt anschließend, ich habe offscreen umgebaut. Das ist also mein... Oh, ein bisschen außer Atem. Moment. Das wird mein neues Zentrallager dort. Ja. Diese Folge hoffe ich, dass wir das alles fertig kriegen. Dann versuchen wir in der Hub noch ein bisschen was freizuschalten. Und dann geht's nächste Woche oder vielleicht auch schon die Folge an, umzubauen. Und zwar Öl. Habe ich ja schon Blueprints gemacht. Auch schon für die Motorenfabrik habe ich auch schon Blueprints gemacht. Bin auch schon fleißig da hinten am modulare Rahmen machen. Schwere modulare Rahmen. Entschuldigung. Ja. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Ich muss es nur anschließen. Das Ölding, das ist nur das Öl anschließen, Strom, fertig. Ne? Brauche ich noch ein paar Motoren, wie ihr seht, und dann läuft das. Ich muss aber zuvor diese Treibstoff-Umfüllgeschichte freischalten. Und die MK2-Rohre. So, hier kommt der Beton rein. Fangen wir direkt an. Nicht lang labern, klotzen. Oder beim Splitter. Mal gucken. Am besten. Richtig rum. Falsch. Jetzt haben wir es. So, ich hoffe, ich muss nicht nochmal Richtung Lager. Weiter müssen wir ja noch früh genug hin, wegen der Mam. So, jetzt. Als nächstes direkt. Tief. 2. Zack, rein damit. Ui. Müssen wir als nächstes dann gleich nochmal gucken. Wir brauchen dann diese Drahtgeschichte für die Staturen. Hier werden wir jetzt erstmal umziehen. Hier fehlt ja sowieso. Muss ja sowieso noch. Mal hier hin. Muss ja hier oben noch einiges tun. Ihr merkt schon, mit dem Autosave immer länger. Wie ist es? Lift. Rein damit. Gucken. Das läuft jetzt schon voll. Wir brauchen das Stahlrohr. Stahlrohr. Und von hier. Das ist die ganze Reihe, die hier Stahlrohr voll geht. Das bedeutet, wir setzen hier schon mal überall die Splitter davor, dass das in aller Ruhe voll laufen kann. So. Setzen wir hier die Splitter davor. Splitter. Wie im Leben, oder? Doch, das passt. Geil.
man nämlich gleich, wie gesagt, das ist das, das ist halt die Sache mit dem Manifold. Muss halt alles erst voll laufen. Muss, glaube ich, war davon auch nochmal einen intelligenten Splitter hinsetzen. Die ganze Geschichte muss halt voll laufen. Vorher passiert halt nichts, ne? Zumindest vorher läuft die Produktion nicht auf 100%. So. Ja, genau. Die Pipes raus. Jetzt können die da hinten voll laufen. Da hinten nehme ich noch einen intelligenten Splitter dran. Weil das muss ja dann auch runtergeführt werden. Der Überschuss, die Pipes. Genauso wie da habe ich einen intelligenten Splitter dran. Genauso wie dann für den ganzen anderen Rest. So. Ja, mach mal. Beliebig. Wir haben ja nur das eine Band und den Überschuss. Und dann werden wir mal gucken. Auskommen. Aus. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Da kann das jetzt aber zumindest erstmal voll laufen. Und machen wir den Carbon Crash weiter. Dass die ganze Bagage voll laufen kann. Wie ihr seht schon, ne? Das dauert. Das dauert. Hier kommt es noch nicht so richtig hinterher, logischerweise, weil es einfach too much ist. Mich eigentlich wundert. Oh, es wird schon. Gut. Jetzt müssen wir hier hinten bei den Statoren. Hier. Mal Draht. Nehmen wir uns mal Draht. Draht besorgen. Tschüss. Der ist nämlich hier. Noch weiter. Das ist auch so nervig, ne? Nach jedem Neustart. Dass der Sub nicht mehr da ist. Lift, zack, runter damit. Zack, sehr gut. Oh. Aber sind da hinten. Vielleicht, aber ist egal. Sagen, führen wir sie direkt hier rein. Ja, einführen. Ja. Ja. Ich werde dann merken, mit den Blueprints geht das Ganze natürlich nochmal viel schneller. Weil die ganze Fabrik steht ja dann schon mit einmal. Und ich habe hier Reise gebaut. Und dazu, ne, sieht ja keiner. So, das wäre die Kabelproduktion, die Drahtproduktion, die brauchen wir.
den ganzen Weg hochklettern. Auch so das Nervige an den MK4-Bändern. Sind irgendwie ganz schwer. Also zumindest habe ich das Gefühl. So, hoch damit. Oder läuft auch nicht. Und das hier erstmal voll laufen. Und die Kabel müssen wir uns dann noch später ziehen. Mal wieder hoch. Alles läuft alles. Ich dachte, das braucht auch alles eine Zeit, ehe das alles richtig voll läuft. Deswegen mache ich das gerne. Wie gesagt, eigentlich ungern diese fertigen Fabriken. Oder ich baue. Ich hasse es, vorher alles zusammenzubauen und dann. Vorher alles zusammenzubauen. Und dann mit einmal anzuschalten. So, hier kommen Stahlträger. Generator. Zack. Ich würde sagen, wir gehen da vorne mit rein. Ich bin auch noch nicht so ganz zufrieden mit dem Zentrallager. Das fällt mir noch nicht so. Bauen wir uns hier noch einen Fusionator hin. Und unten noch mal alles abbauen. Schlimm. Bauen wir uns. Fusionator, das sind Blätter. Hier noch mal ein Fusionator hin. Falsch. So. Hier. Ein unten nochmal Öl. War das schlimm? So. War schon. Mein Hektik verfällt. Passieren sehr schnell Fehler. Deswegen. Ich will das aber auch nicht erhöhen. Achso, weil ich jetzt unten schon habe. Das ist es nämlich, ne, wenn du in der Seite von dem Fundamentförderung, Buschführung, wie die Lifte schon dran hast, dann kannst du unten nicht mehr oder auf der anderen Seite nicht mehr anders bauen. Jetzt ist es richtig. Und jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier rangehe, geht nur noch raus. Ich kann nichts anderes machen. So, da haben wir das. Jetzt. Nein. Nein, nein, nein. Na doch, Fallschirm ist schon gut. Einen Kommentar. Jetzt müssen wir gleich nochmal gucken. Die Facility Frameworks machen wir. Den modularen Motor. Kommen wir dann mit der Motorenfabrik und die adaptive Steuereinheit, weiß ich gar nicht. Will ich jetzt nicht sagen. Ja, jetzt machen wir hier Naturen. Nehmen wir. Zack.
Ja, ich werde dann wahrscheinlich auch wieder offscreen so ein bisschen das ganze Ding versuchen als Fabrik zu machen, weil diese Fabrik ist ja dann fertig. Ja? Da muss nichts mehr geändert werden. Das halt auch schön aussieht. Und weil ich es gerade sehe, ich will mir dann für die größere Produktion von Gummi und Plastik auch den größeren LKW nehmen. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Jetzt mal die Statoren. Jetzt gucken wir mal. Die Statoren haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Statoren haben wir. Kommt 10 raus. Kommt 25 raus. Gehen jetzt nochmal in 6 das automatische Kabel rein. Jawohl. Und das hier direkt. Direkt quasi so an. Ah, das passt. 2, 3, 4, 5, 6. Dann hier wieder. Wir von unten die Kabel durchziehen. Dann bitte. Passt. Passt. Und hier hinten wieder einen intelligenten Splitter. Den Überschuss von Statoren. Wie gesagt, das wird dauern, ehe da ein Überschuss kommt. Der geht beliebig. Hier kommt der Überschuss. Und rein mit den Förderbändern. Wir gucken mal, wo wir uns Strom herziehen. Damit den Statoren schon mal volllaufen kann. Dann von hier. Ja. Das ist ein bisschen nervig, wenn der Fallschirm aufgeht. Wo ich der Meinung war, ich habe gerade gar nichts gedrückt. Und hier erstmal die automatische Verkabelung machen wir, ne? Automated Wire Ring. Da stelle ich mich gerade wieder zum dämlich an. Bedeutet, ist übernommen. Jetzt ziehen wir uns hier unser Förderband.
Und jetzt kann der ganze Bums hier schon mal volllaufen. Und jetzt holen wir uns die Kabel. Mal gucken, wie ich das mache. Immer googeln. Hier kommt das. Das kann man dann hier mit eigentlich auf das Band mit draufpacken. Allesamt. Dann passt das. Was machen wir dann? Kümmern uns jetzt erstmal. Sieht das ganz gut aus. Klar, dauert es immer noch ein bisschen lang. Für den Lift. Habe die Wires hinten. Da war ein Splitter. Drüben seht ihr schon die Kabel, die stauen sich jetzt langsam. Das ist aber auch völlig okay. Bedeutet meine, die Rechnung haut quasi hin. Und klar staut sich's, weil wir haben ja vorproduziert, ne? Die ganzen Maschinen sind ja voll mit 500 Kabeln. Also mit Stacks ohne Ende. Deswegen. Klar, dass es jetzt schnell voll läuft, das relativiert sich dann irgendwann läuft es in Aluhu durch. So. Sieht jetzt nicht schön aus. Aber wie gesagt, ist mir egal, weil sieht keiner. Weil unsere Hauptproduktionsstätte ist hier oben. Da spielt sich alles ab. So. Autosave, richtig. Ari, lala. Die Feuerwehr ist da. Jetzt wird hier produziert. Na gut, wie gesagt, das läuft jetzt erstmal vorne voll, wie es halt so ist, ne? Das braucht eine Zeit mit dem Manifold. Wenn wir uns ja erstmal typisch fusionieren. Ich freue mich schon. Wie gesagt, Freunde, wir müssen jetzt in der Hub freischalten. Hinten alles wegreißen. Muss ich gucken, dass es mit dem Strom hinhaut. Muss ich auch nochmal gucken, was ich nochmal alles freischalten muss. Dass wir dann das Jetpack bekommen. So. Jetzt läuft ja schon mal alles. Da sind auch schon die ersten automatischen Verkabelungen. Und wir dann auch später. Jetzt, wir wollten hier rein. Das bedeutet, uns hier nochmal ein Fusionator. Bitte. Fusionator. Oh,
So. Dass hier noch nichts Staturen kommt. Bin erst bei 13. Auch erst bei 13. Hier vorne ist schon vollgelaufen. Sehr gut. Das bedeutet, jetzt geht es hier hinten weiter. 70. Dann kommt auch der Überschuss Statoren dazu. Das hier mit rein. So, jetzt müssen wir das Ganze zurückführen Richtung Zentrallager. Wird jetzt auch nochmal ein kleiner Akt. Der Hoffnung, ich habe nicht alles mit. Müssen wir halt nochmal hinfahren. Dafür haben wir ja unseren Vision Buggy. Seht ihr das gleich alles nochmal? Da geht's lang. Was ich hier so gemacht habe, muss ich auch gleich mal gucken, ob ich die automatische Verkabelung mit dabei habe. Ja, ich bin nicht zufrieden mit dem Zentrallager, so wie es da jetzt ist. Weil es nicht alles abdeckt. Ganz einfach. Mein Sohn meinte dann, ich soll doch bitte den Weltraumlift hier reinpacken. So, Rotoren. Zweckrüst, automatische Verkabelung habe ich. Statoren habe ich. Das kommt dann alles später. Jawohl. Ja, ich habe hier, bin auch überhaupt noch nicht. Den Bums hier mal aufräumen. Ach, ihr seht's. Ich laufe auch noch nicht wirklich voll. Die Eisenplatten sind voll. Ich muss dann hinten rum quasi auch noch ein bisschen was machen. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch gebraucht habe. Das reicht jetzt. Dann werden wir das jetzt verbinden. Dann werden wir in die Hub fahren. Auch nochmal ein ganz schöner Weg. Oh, nervt mich auch schon wieder ein bisschen. Aber gehört dazu leider. Ich mache schon sehr viel offscreen. Finde ich. Alles drauf. Sehr schön. Da wird sich vorne das Hauptband freuen. Hier laufen jetzt, wie gesagt, diese modularen Rahmen, wovon wir ja quasi schon im Eisen, in der Eisenfabrik. Nein, nein. Ende der Nacht. Jetzt fehlt mir Stahlbeton. Jetzt fehlt mir hier Stahlbeton. Da muss ich dann gucken, wo ich da fusioniere. Und ich habe schon genug. Ich habe eigentlich die anderen Lager versucht, leer laufen zu lassen. Ich bin jetzt hier bei dem auch nur bei 2 Containern. Ja. Arbeiter. Ah, Stahlbeton. Stahlbeton haben wir. Richtig.
Wie gesagt, drei. Bei manchen Sachen habe ich drei. Oder bei allen habe ich drei. Ich habe die nur noch nicht verbunden mit Liften, dass das zurückgeführt wird. Ich überlege gerade ganz schwer, wie ich das mache, das Förderband anzuschließen. Vor allem, weil ich das ja auch so anschließen will, dass ich dann nochmal dort rausknabbern kann. Die Motorenfabrik. Weil die wird dorthin kommen, wo jetzt unser altes Lager war. Soll ja schon ein bisschen gerade sein, weil ich habe ja hier extra diesen Glasboden drin. Dich dem das Förderband quasi doch ist. Mit mittlerer Maustaste kann man ja einfach Sachen wieder kopieren, ohne dass man sie Baumenü auswählen muss. Das geht mit dem MK4-Band irgendwie nicht so alle. Jetzt werden wir das. Das Band ist frei. Werden wir das hier. Mäßig. Bam. Schon sind wir verbunden. Sehr geil. Sehr geil. Ich komme jetzt hier hoch. Da läuft nämlich noch der Gummi raus. Das Band, das steht alles noch, ne? Das hat sich alles gestaut. Verbindungsmodell leider. Nichtsdestotrotz. Hier kommt das aus der Stahlfabrik, aus der Eisenfabrik kommt hier lang. Hier unten kommt halt, das staut sich alles. Das wird noch ewig dauern. Seht ihr, weil ich es gerade sehe. Jetzt muss ich da hinten natürlich Stahl abreißen. Das muss weg. Und jetzt bin ich natürlich direkt zu tief gesprungen. Sehr geil. Dann kann man hier schon mal. Ich will mein Jetpack. Kann man hier schon mal zumindest Stopp machen. Weil wir haben hier ja nochmal eine Eisenquelle. Aus damit. Guck mit dir. Oh. Alles. Liegen. Alles erstmal weg. Weil wie gesagt, vielleicht setze ich die Motorenfabrik auch hier hinten hin. Hier haben wir die Kohle. Dann läuft das jetzt erstmal leer. Damit relativiert sich das Band auch schon. Sehr gut. Kisten nervig, absolut nervig. Oh nein. Mann. Wollte ich wegschmeißen?
Dankeschön. Ja, unbedingt mein Inventar aufräumen. Da einfach mal alles rausschmeißen, mal Woche. Dann. Dankeschön. So, Freunde. Wollte ich euch zeigen. Habe ich mich mal so versucht im Kreisbau. Gefällt mir nicht so ganz. Soll eigentlich meine Betonproduktion sein. Mit Raffinerien. Es ist zurzeit alles pausiert, weil es einfach zu viel Beton ist. Den ich eigentlich gar nicht brauche. Normal könnte ich den, hätte ich den auch hinterführen können. Von hier aus zur Stahlfabrik. Ihr seht hier, das staut sich einfach nur. Es ist tatsächlich nur diese eine Raffinerie, die läuft. Ne, es sind zwei. Aber die ist schon reduziert. Ja. Einmal höher. So. Dann werden wir mal zur Hub. Dann sieht das hier eigentlich schon, wenn, das werde ich dann wahrscheinlich, das muss jetzt erstmal alles leer laufen, wie gesagt. Das ist schon leer. Das ist auch schon leer. Ja. Das heißt, Kisten. So. Wir räumen hier erstmal auf. Beton weg. Quarzsand habe ich ohne Ende. Kohle weg. Eisenbahn weg. Das weg. Sind zwar nur Stangen, aber ist halt so. Weg. Läuft noch. Okay. Über eine Kiste geschoben? Nein. So viel wird sich da nicht relativieren, ne? Ab zu Hub. Wir wollen ja ein bisschen was freischalten. Ja, das werde ich offscreen dann alles noch umbauen. Mit dem Lager, wie gesagt, ich bin auch noch nicht so zufrieden. Ihr seht da meine Abrissarbeiten. Hier habe ich auch noch mein anderes Lager. Bin jetzt auch hier hinten dabei, gerade in dem schwere modulare Rahmen zu machen. Ich sage einfach ab, weil ich sie brauche. Direkt die reinfüllen. Weiter geht. Stahlbeton brauche. So, ab. Freunde, auf geht's. Wir brauchen den alternativen Flüssigkeitstransport, weil wir dann mit der neuen Pipe nicht mit der neuen Pipe, mit der neuen Ölfabrik, mit der endgültigen Ölfabrik den verpackten Treibstoff direkt auch machen. Auswählen. Voll schlecht, weil da habe ich den ganzen Bums quasi schon hinten. Ich habe noch hier, ich habe hier noch gar keine. Meine Frau. Oh, die paar Frames jetzt hier. Okay. Bitter. Bitter. Und habe ich aber schon ein paar, oder? Läuft der hier? Motoren habe ich. Aus Plastik und Draht. Und dann brauchen wir die Pipeline-Technik. Da brauchen wir Scheiße. Oh. Brauchen wir nochmal modulare Rahmen. Das kriegen wir heute nicht hin. Aber die Pipeline-Technik brauchen wir, weil wir, ich glaube, ein bisschen was über 400 Rohöl brauchen. Ja gut. Dann ist es erstmal so. Wir brauchen auf jeden Fall Kupferbleche. Jawohl. Wo haben wir uns jetzt natürlich meinen Buggy da hinten gelassen. Oh. Das muss ich auch noch umbauen, dass das hier
direkt reinfließt. Ihr habt natürlich hier rübersetzen, aber alles ein bisschen in schön dann. Wie gesagt, mir gefällt es noch nicht so ganz. Bin aber, was das Kreative angeht, auch wirklich eine absolute Null. Ich habe keine 3000 Rad. 1, 2. Ich habe gerade mal 2000 Rad. Eieieiei. Eieieiei. Eieiei. Die Frage. Wenn wir mal das Konstrukt da oben sehen. Habe ich das schon richtig gebaut? Was geht hier unten rein? Ja, Draht geht unten rein. Wird dann nach oben transportiert, aber nicht wieder nach unten. Genau, das ist das Problem. Ja. Weil ich das dann nämlich quasi so habe. Ja, das sind so Sachen, da machst du halt offscreen ein bisschen was, ne? Ist dann leider die Hälfte. Ja, das war jetzt aber auch nicht der Bringer. War jetzt nicht wirklich der Bringer. Okay. Okay. Läuft aber auch kaum Draht, ne? Das ist... Mal müsste ich das mal hier eine Nacht durchlaufen lassen, dass sich das alles einpendelt. Okay. Ja. Dann kann man das jetzt zumindest nicht freischalten. Aber darum kümmern, dass die schweren modularen Rahmen weiterlaufen, dass wir das beim nächsten Mal alles haben. Wir sind jetzt auch schon wieder bei 45 Minuten. Hier ist jede Menge Draht. Ja, ist klar, aber läuft halt überhaupt. Ich weiß nicht, ob das auch schon MK4 ist. Keine Ahnung. Ja, ist nicht. Kann man hier überall, haben wir hier noch was drin? Nein. Alle Ruhe drum kümmern. Es ist aber schon MK4 hier. Tatsächlich. Das haben wir hier schon geupgradet. Er ist auch schon geupgradet, okay. Hoch irgendwie. So. Gut, Freunde. Ich werde jetzt hier noch irgendwie hochklettern. Ich, ne? Dann vielleicht mal. Ich muss mich da kümmern, dass sich das mal alles auftrödelt. Jetzt kommt halt von da hinten, wie gesagt, noch die. Ich flippe aus.
Jetzt kommen, wie gesagt, noch von da hinten die Sachen von der Eisenfabrik, von der Stahlfabrik, was ja auch nicht wenig ist. Dann würde ich sagen, ich schwimme jetzt hier noch an Land. Nehme den Speckpilz hier noch mit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich werde jetzt hier mal versuchen, den so ein bisschen Ordnung zu machen. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren. Ihr kennt das leidige Thema. Auf Wiedersehen.